Heute bin ich im Seniorenzentrum Marienthal. Herzlich willkommen bei uns hier im Pflegezentrum Marienthal. Mein Name ist Anthony Hodgson. Du wirst sicherlich unsere Einrichtung sehen wollen. Ja, dafür bin ich ja da. Ja, dann komm mal mit. Seit wann gibt's euch denn? Ja, Jasmin, wir haben gerade das Haus komplett saniert. Aber es gibt uns seit 300 Jahren. Wir waren staatlich bis 2007. Dann sind wir privatisiert worden. Und jetzt sind wir ein privates Unternehmen mit 12 Häusern hier in Hamburg. Kannst du mir vielleicht mal ein Zimmer zeigen? Ja, ein Einzelzimmer kann ich dir gleich zeigen. Ich wohne seit 4,5 Jahren hier. Und gefällt es dir hier? Ja, mir gefällt auch mein Zimmer sehr gut. Das ist mein Zuhause jetzt. Und wenn es regnet, gehe ich auf den Balkon mit meinem Gehwagen spazieren. Das ist auch sehr schön. Wir haben eine gute Luft. Es gefällt mir also sehr gut. Und was machst du so den ganzen Tag? Also wir haben auch etliche Freizeitangebote hier. Wir spielen, wir singen. Zum Beispiel spielen wir Bingo oder wir singen und turnen. Nicht? Oder wir gehen raus in den Garten. Wir haben einen so schönen Garten. Und ich gucke mir ja auch gerne Blumen und Bäume an. Also ich fühle mich da richtig wohl. Und das brauche ich auch. Sehen denn bei euch alle Zimmer gleich aus? Nein, Jasmin. Jeder, der hier kommt, der kann also sein Zimmer so einrichten, wie er das möchte. Und jetzt zeige ich dir jetzt ein Doppelzimmer. Und wie gefällt euch das Zimmer so zu zweit? Gut, sehr gut. Wir haben uns gegenseitig angepasst. Der eine musste vom anderen lernen. Wir sprechen viel miteinander. Wir erzählen uns viel. Wir lachen auch viel. Und das ist für uns allen hier wichtig. Sehr wichtig hier. Ihr habt ja einen großen Balkon. Ja, der Balkon ist groß. Nicht? Hier ist es im Sommer schön. Und da halten sich viele Leute auf dem Balkon auf. Ja, Jasmin, ich würde dir ganz gerne unser Bad zeigen. Ach, Frau Hollappe. Sind Sie so nett und uns das Badezimmer mal ganz kurz? Ja, selbstverständlich. Ihr habt ja in jedem Zimmer ein Badezimmer, aber keine Küche. Ihr habt dann bestimmt einen Speiseraum. Ja, und genau das will ich dir gleich sagen. Also die Bewohner, die können entweder auf ihrem Zimmer essen oder im Aufenthaltsraum oder eben hier im Speiseraum. Entweder können die Bewohner aussuchen, ob sie also hier am großen Tisch hier sitzen mögen oder ob sie also hier an den einzelnen Tischen, wo man jeweils zu viert sitzt. Und das Beste ist, wir haben ganz leckere Kuchen und Torte. Ich zeig's dir. Jasmin, was hat dir am besten gefallen? Die Badewanne. Mhm. Der große Balkon auch. Von den Zimmern. Und das Eis.